Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Im letzten Part haben wir die Gefangene gekillt. Wurden dann wieder nach Majula geportet. Und da oben steht einer. Ach nee, das ist die. Okay. Jo, das ist das Wandererzeug an. Alter, wenn ich jetzt schon die Robe des Wüstenpyromanten gehabt hätte. Aber hey, zu dir wollte ich sowieso. Oh, there you are. I'm here in Majula, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Genau deswegen kam ich. Kann ich jetzt nämlich. So, hast du noch irgendeine nette Pyromantie? Was machen die Ringe nochmal her? Abwehr. Du hast den normalen Feuerball, du hast die Feuerkugel, du hast die Verbrennung, die war im ersten Teil ja komplett scheiße. Ja. Giftnebel ist im PvP nice. Blitzschweiß, was war das nochmal? Achso, defensiver Skill und Eisenfleisch hat die Rüstung, glaube ich, erhöht, oder? Ja. Ich gönn mir mal die Feuerkugel. Und skill nochmal einen Zaubereislot. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. Ja, was das angeht, sage ich leider noch was dazu. Okay, also erstmal neuer Zauberei-Slot. Nochmal ein bisschen Anpassung. Stärke kann auch nochmal hoch. Nochmal Konsti, nochmal Vitalität und nochmal Belastung. Bisschen halte ich noch übrig, falls wir noch irgendwas brauchen. Händler oder sowas. Bisschen sag ich, 16.000. So, mache ich das jetzt? Nein, mache ich noch nicht gleich. Ich gehe noch mal zurück zu den Dienstbotenquartieren. Da. So, also gehen wir den Weg nochmal ab. Jetzt will ich schon mal wissen, was uns erwartet. So, hier war... Kam hier gleich ein Typ raus? Ne? Eigentlich? Ja, da. Boah, Alter, diese Scheiß hängen bleiben! Da. Nehmen wir den Weg, der ist kürzer. Wie bist du da hingekommen? Ja, lohnt sich nicht. Weiß nicht, merklich mehr Schaden. Das war im ersten Teil ja auch schon so, dass man die Pyromantieflamme erst bei mehreren Aufwertungen gemerkt hat. Vor allem, dass man halt gemerkt hat, dass man einen stärkeren Feuerball hatte. Das war häufig effizienter. Das war eine andere Kategorie. Jo. Shish! Oh lol, das war ein Lebenstein. Okay, euch kill ich auch nochmal. So, da drin war noch einer. Und dich gibt's noch. Okay, dann also hoch da. Du stirbst. Den habe ich nicht gesehen. Du stirbst und hinter war noch mal einer.
So, wo ging es jetzt lang? War das hier lang? Nein, hier ist aber auch was. Das mache ich gleich. Jetzt gehen wir hier hoch. Ganz vergessen, die waren ja lauter Mumien. Die allerdings nicht gerade sehr aggro sind, wie es aussieht. Sei es drum. Und dann tauchen wir dich mal auf. Coole Maske. Du kotzt wenigstens nicht deine Lunge raus. I must thank you, young traveler. I am strayed, a wandering sorcerer of sorts. Ah. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Er ist ja cool drauf, der Typ. Ich mach dir gerade noch mal einen Ticken lauter. Nein, Cursed one, you lack intelligence. Das stimmt, ich habe einen Punkt. Weak, so terribly weak. Moment mal. Also ja, ich habe einen Intelligenzpunkt. Ich bin also so ein richtiger Arion, könnte man sagen. So, bevor ich es vergesse. Okay, du wiederholst dich jetzt. Gut, dann ist mir gerade was eingefallen und deswegen gehe ich nochmal kurz zur Werft runter. Kommt jetzt trotzdem nach Majula? Wahrscheinlich nicht. Und zwar, der eine Typ, da war doch so ein Typ, der gemeint hat, er redet nicht mit Leuten, die nichts mit Magie können. Und jetzt habe ich doch zwei Zauberei-Slots. Redet er jetzt mit mir? Müsste doch eigentlich. So theoretisch. Moment, die haben gleich einen Gegner hoch, oder? Ja. Tschüss. Bist du eigentlich? Achso, ich kann auch noch eine Fackel anzünden. Allerdings glaube ich, wir haben die Werft inzwischen hell genug ausgeleuchtet. Redest du jetzt mit mir? Hm. I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Okay, ich brauche noch mehr Magieslots. Aber das war der richtige Weg. Er hat anders reagiert als vorher. Ich könnte ja theoretisch noch eine Giftnebel holen. Ich hab genug Seelen. Ich mag Pyromantie sowieso. Deswegen war es ja komisch, dass es kein. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass es beim Stadtgebiet kein. Als Stadtklasse keinen Pyromanten gab. Gut, dass ich mit Banditen den Typen mit der wenigsten. Mit den wenigsten Zauberei-Slots erwischt habe, war dann ein bisschen unfortunate. Ach, Intelligenz will der keine Magie. Aber hat er dann eben anders reagiert als beim letzten Mal? Na, egal. Ich kaufe trotzdem Giftnebel. Einfach weil ich das Ding mag. I'm glad to see you. So, Verbrennung ist scheiße, Giftnebel ist geil. Kann man Eisenfleisch auch nehmen? Ach komm. I'm always here. Nehme ich gleich zwei Slamagie-Slots und kleine Ball da rein? Ach komm. Blablablub. Okay. Also ich nehme noch zwei Zauberei-Slots und dann war es noch mit Zauberei-Skillen erstmal. Ach lol, so viel habe ich gar nicht seelentechnisch. Na gut, das war nur ein Zauberei-Slot. Ich habe einen Intelligenzpunkt. Ich werde jetzt nicht sicher 7 Level-Ups wasten, damit der Typ nur mit mir redet.
ich habe vergessen, den Feuerball anzulegen. Wieso habe ich nur 2 Zauberei-Slots? What the fuck? Gehen nicht alle 2 nach oben oder ist es dann in 4er Schritten? Egal, im Chat meinte einer. Ich soll noch... Okay, es meinten einige im Chat, nicht nur einer. Ich solle mal hier lang. Nochmal, weil ich war ja schon mal hier. Wir nehmen uns das Skelett, das Menschlichkeit droppt. Okay, also die Flamme ist neu, die zweite. Und der Typ ist neu. Oh, hallo wieder. You've made it. The map, I presume. Ach, der Typ ist das. Take a good look. Ja, 2 Feuer, das habe ich gesehen. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Aha. Did you see the flame on the map? Welche Karte? It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. Aha. I would not venture far into that hole. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling, and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Aha. Did you see the flame? It was... Okay. Er wiederholt sich. Welche Karte? Habe ich die Karte von dir gekriegt? Nein. Was für eine Karte? Egal, wenn wir gerade mal hier sind, können wir das Skelett noch einmal. Na, komm raus. Kumpel? LOL. Du solltest 10-mal respawnen. Gut, dann halt nicht. Okay, kein Mimik. Seelengefäß. Noch eins? Habe ich nicht schon so eins? Ach so, wahrscheinlich war das Skelett hier drin und der Typ hat das zugenagelt oder so ein Scheiß. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ach, das hier meint er mit Karte. Von was, den USA? Das ist eine sehr schwammige Karte. Na, egal, ich habe eine Estus-Flachscherbe, schon war's worth. Smaragdhüterin? Oder Richterin? Irgendwas mit Smaragd auf jeden Fall. So, nochmal Botin, Smaragd Botin, so hieß sie. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich kann einmal nach da hinten gehen. Hab ich noch Funkeldieter nicht bekommen? Ich will den Hammer nochmal verstärken. Weil der Hammer ist halt echt geil. Ich meine, ja, er braucht Funkeldieter nicht. Aber hey. Ballern! Weil der Hammer ist halt... er spielt sich echt nice, also von daher. So, ich könnte da lang gehen, weil da war noch ein Weg, für den ich nicht genug Seelen habe, wie mir gerade auffällt. Was gab's noch? Ach ja, ich bin doch blöd.
Ich rede eben noch davon, dass ich es machen will, nachdem ich einen NPC aktiviert habe, und dann vergesse ich es. So, hinhocken, reisen. Sünderhügel, nee. Verlorene Festung. Verwandtenzellen, Straits Zelle. Er ist weg auf jeden Fall. Nee, Pustekuchen, da steht er. Lol, die sind gar nicht aggro, die Mumien. Du schon. Du noch und du stirbst. Und du bitte auch einmal gepflegt. So, und hier müsste es gewesen sein. Genau, im Chat meinte nämlich einer, ich könnte hier rein. Wow. Wow. Kann ich da irgendwie runterjumpen? Ah, nee, ich weiß wie. Okay. Nee, doch nicht. Moment, das muss man doch irgendwie verarschen können. So? Nee. Egal, hab nicht viele Seelen verloren. Ich will an den Loot da rankommen, aber aus dem Käfig kann ich ja nicht raussteigen und einfach so. Kann ich B drücken auf halbem Weg? Und ich muss im richtigen Winkel darunter jumpen. Das kann auch sein. Also nochmal. Okay, also die ignorieren einen wirklich komplett. Na gut. Soll mir recht sein. Nein, nicht hinfallen, bitte. Wann brichst du bitte aus? Achso, das sind zwei auf einem Haufen. Tür auf, danke. So, wie mache ich das jetzt? Ich schaue es mir nochmal an beim Runterweg. Ich glaube, da muss ich jumpen. Wie sieht das nochmal konkret aus? So, da ist hier mehr Platz auf der Seite. Kann ich mich aber nicht hinstellen. Hm, vielleicht, wenn ich so mache. Das sah hochgradig komisch aus. Aber ich will da jetzt hin, da ist Loot. Und immerhin, irgendwann hören die Mumie auch mal auf zu respawnen. Mal gucken, was vorher passiert. Ich bin gespannt. Nein, nicht wirklich. Jetzt bin ich hier so rüber. Weit da. Sieht aus, als ob da ein kleiner Vorsprung wäre. Ne, doch nicht, sind die Blutlache. Aha, so geht's. Asketenleuchtfeuer? Was ist das denn? Erstens. Und zweitens, wie geht's jetzt weiter? Ah, hier geht's weiter. Bisschen rüber. So müsste das stimmen. Genau.
Dann hier rüber. Okay. Gut, haben wir das. Asketenleuchtfeuer, was bist du? Zeigt dies einer bestimmten Person? Welche bestimmte Person? Wieso habe ich zwei davon? Asketenleuchtfeuer scheint hier nicht zu sein, oder ich bin blind, das kann natürlich auch immer sein. Da. Hier ist auch nichts. Nee. 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 Nö. Ich rede mal mit der Smaragdbotin, vielleicht weiß die was dazu. Mal gucken, vielleicht, kann ja sein. So, ach ja, du. Jetzt vergesse ich jedes Mal den Blutfleck. So, also wieder hoch. Und ab nach Majula. Wahrscheinlich greife ich nicht an, weil der Typ da steht oder so. Wieso ist hier ein Menschenbildeffekt? Ach, egal. Belassen wir mal da. Nee, da war's. Das ist wie eine Laterne. Ach, das da! Verbrennen im Leuchtfeuer stärkt nahe Feinde. Warum sollte ich das machen? Okay, sag's nichts Neues. Gut, also, dann gibt's da hinten einmal den Drachen, den ich noch nicht gekillt habe. Wo ich mit Kevin zusammen machen wollte. Hier runter geht's natürlich noch. Ja, wie gesagt, den Drachen wollte ich eigentlich mit Kevin zusammen machen. Ich kann mir mal angucken. Zumindest den Weg dahin. Da steht da irgendwie so ein Bonfire auf dem Weg noch. So. Hallo, Mädel. Just speak up if you're in need of merit. That's why. So. Wie sorgt ihr euch hin, wenn sich die Wand dreht? Ach, egal. Ja, dann so soon. Wo führst du mich hin? Also, ja, klar, zum Drachen, aber. Rötliches Wasser, was ist das jetzt schon wieder? Stell TP und Zaubereinsätze wieder her. Das ist nett. Nachricht. Wow! Okay, wofür diese Spirale hin? Nichts, was ich gerade aktuell sehen könnte. Nachrichten, Nachrichten. Blutfleck ist runtergejumpt oder was hat er gemacht? Yep. So, jetzt müsst ihr doch dann irgendwann mal irgendwas kommen. Wie zum Beispiel du. I don't know who you are, but believe me, B. Nö. The frailty of the weak disrupts the dark. Meinst du mit mich oder was? Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Leave me. I'm interested. Wie sich alles für Ansprüche stellen. In Dark Souls 1, die sollen die dankbar, wenn man die angelabert hat. Aber hier wollen die wollen alle immer irgendwas von einem, als ob ich was zu verschenken hätte. Also echt manche Leute.
Okay, so ein normaler Hollow. Du bist ein kriechender Hollow. Du bist ein Zombie? Der sieht genau aus wie die Zombies aus Gothic 3. Und hat auch genau die gleiche Waffe wie die. LOL. Ist aber nicht annähernd so nervig wie die Zombies aus Gothic 3. Die Zombies aus Gothic 3, die waren so schlimm, wenn du Nahkämpfer warst. Ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint nicht schädlich zu sein. Pitchbohren. Ah, doch. Ist schädlich, ist giftig. Okay. Kann ich Schmetterling da runterschießen? Werde ich möglicherweise gleich bereuen, wenn ich an den Mondfalter-Schmetterling aus dem ersten Teil denke. Wow, der hält ja richtig viel aus. Alter, hört mal mit eurem Gegrunze auf, das nervt. Ich treffe den nicht mal. Alter. Killst du den bitte mal und bleibst in dieser scheiß Wand hängen. Danke. Alter. Das an der Wand hängen bleiben ist echt von der Abfrage komplett übertrieben. Das ist so schlimm wie der Creep-Block aus LOL. Kann ich da runterjumpen? Ja, kann ich. Einmal. Jetzt bin ich an der Treppe hängen bleiben, danke. Ich hab dich gesehen. Ach, hier bleibe ich jetzt nicht hängen. Ich hatte ein Problem, dass ich hier nicht hängen geblieben bin, aber... Ne. Da ist ein Bogenschütze. Hier ist mal wirklich ein Bogenschütze. Ich hatte ja keine Feuerpfeile. Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Oh, der hat Giftpfeile. Ich sehe nichts, Kamera! Alter. So. Natürlich hat er noch einen getroffen. Vorsicht, Hinterhalt. Ich sehe null. Ich sehe ein bisschen was. Wieso wie sie so den an? Kleine orangene Blüte. Was macht die jetzt schon wieder? So, mal ein bisschen Licht in die Bretterbude bringen. Kleine orangene Blüte. Bin ich blind? Grüne Blüte. Ah, hier. Stärkt vorübergehend Feuerabwehr. Langweilig. Ist es gerade Nacht worden draußen? Na komm, Tür auf. Nette Begrüßung. Blöderweise staggerst du, wenn ich dich blocke. Also für dich blöd. Genau wie du. Keule. Wow. Die habe ich am liebsten. Vision von Hülle. Ich komme aber nicht durch. Hier könnte ich runterjumpen. Da hinten wäre Loot. Ich will aber erst wissen, wo die Treppe hinführt. Das ist so direkt wie so eine Treppe. Das ist nicht mal eine Treppe. Egal, wo das hier hinführt. Weil Jumpen ist meistens so ein bisschen One-Way. Hallo, wie seht ihr doch an? Danke. Okay, da ist eine Leiter. Da ist Loot. Und da ist ein Typ. Du brauchst einen roten Augapfel. Toll. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier im nächsten Part weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
I'm going to go to the hospital.